Herzlich willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema Online-TV mit Margin und Pipelight Silverlight unter Linux betrachten. Lange Zeit gab es in Deutschland mit Zattoo nur einen einzigen Anbieter, mit dem man das aktuelle Fernsehbild per Internet auf dem PC empfangen konnte. Mit Margin hat sich nun aber ein weiterer Online-TV-Anbieter in Deutschland an den Start getraut. Neben ARD, ZDF und Co. sind auch die privaten Sender kostenlos zu empfangen. Dies können Sie sich jedoch recht schnell wieder ändern. Neben der Android-App lässt sich Margin TV auch vom PC aus abrufen. Unter Linux wird dabei aber erneut die Installation von Pipelight nötig. Im Gegensatz zu Zattoo ist Margin auch nach der ersten Beta-Phase noch komplett kostenlos und werbefrei empfangbar. Die zwingend nötige Registrierung erfolgt auf der Internetseite von Margin TV unter margin.com. Für die Anmeldung braucht ihr entweder einen Facebook- oder Google-Account oder man meldet sich ganz konventionell per E-Mail-Adresse an. Darüber hinaus muss aber noch eine Handynummer eingetragen werden. Über diese wird der Account verifiziert und nach der Bestätigung anschließend auch freigeschaltet. Mit eurem Margin-Account könnt ihr nun im Browser auf dem PC, aber auch über Apps für Android und iOS Online-TV schauen. Das Angebot umfasst stolze 65 Sender, allerdings zählt Margin diverse Sender doppelt oder dreifach. Die wichtigsten Sender von ARD, ZDF bis RTL, Sat.1 und Pro7 sind aber alle mit an Bord vorerst. Es kündigt sich schon an, dass dies nicht so bleiben wird. Margin unterscheidet auf seiner Homepage zwischen Margin Free Sendern und Margin Access und auch noch neu zwischen Margin Kids, wobei Margin Kids einen Monat lang kostenfrei ist und danach kostet Margin Kids 4,99 € im Monat. Zu Margin Free gehören die Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die privaten Sender von der RTL und der ProSieben Sat.1 Gruppe sind bei Margin Access einsortiert. Da die sich das Einspeisen bezahlen lassen und Margin bisher keine Einnahmen erzielt, wird sich der Dienst den Zugang zu den privaten mit Sicherheit früher oder später bezahlen lassen. Die AGBs weisen bereits auf den Punkt hin, und zwar bei 1.3. Wie dem auch sei, aktuell lässt sich Margin komplett kostenfrei benutzen. Unter Android funktioniert die Margin-App ohne große Probleme. Installieren, einloggen und Fernsehen schauen. Fertig. Die Wiedergabequalität passt Margin an die verfügbare Bandbreite an. So kann man den Dienst zur Not auch über eine UMTS- oder LTE-Leitung benutzen. Der Chromecast-Stick zum Streamen von Multimedia-Inhalten auf den Monitor wird von der Margin-App bisher jedoch noch nicht unterstützt. Margin unter Linux mit Pipelight aufrufen. Auf dem PC müssen sich Linux-Nutzer ein weiteres Mal mit Pipelight abmühen, da Margin wie die Video-on-Demand-Anbieter Maxdome, WatchEver und Amazon Instant Video auf Silverlight setzt. Margin macht es uns Linuxern jedoch recht bequem, den Online-TV-Dienst zu benutzen. Bei den meisten Tests war es nicht nötig, einen User-Agent mit einer Windows-Kennung vorzutäuschen. Es reicht, Pipelight 5.1 auf dem System einzurichten. Amazon und Co. machen uns da das Leben noch ein wenig komplizierter. Schaut man da noch zu, dass Pipelight ins Linux-System eingeschmuggelte Silverlight-Streams ohne Ruckeln laufen, dann lässt sich mit Margin sehr bequem am PC fernsehen. In meinen Augen ist besonders der elektronische Programmführer von Margin deutlich besser gestaltet. Könnte man jetzt noch Sendungen per Mausklick aufnehmen und nach der Ausstrahlung herunterladen, dann könnte man sich sogar vorstellen, einen monatlichen Obolus zu zahlen. Das war User Paul vom Screencast. Ciao und viel Glück!